Nach dem Anlegen einer Mehrfachberechnungsfrage und der Definition eines Eingabefeldes wird automatisch von Letto ein Toleranzbereich von 1% vorgeschlagen. Du möchtest für deine Fragen den Defaultwert verändern? In diesem Video zeigen wir, wie es geht. Wir wechseln dazu in die Letto-Grundansicht. Wählen hier User-Konfiguration und haben hier die Möglichkeit, den Toleranzwert defaultmäßig für mich als User beispielsweise auf 5% zu ändern. Wechsle ich jetzt wieder in Beispiele editieren, in eben genau diese Frage und lege jetzt hier mit STRG Q ein zweites Eingabefeld an, wird bereits meine Einstellung hier zur Anwendung gebracht. 5%. Viele andere Einstellungen sind für jeden User selbst in eben genau diesem Bereich User-Konfigurationen einstellbar, wie beispielsweise der defaultmäßige Einheitenfehler und viele weitere Einstellungen mehr.